Kommen wir nun zum zweiten und deutlich kontroverseren Teil der Diskussion zwischen Ulrike Herrmann und Sarah Wagenknecht. Im ersten Teil ging es um unterschiedliche Themen, AfD, BSW, wie verhält man sich zu Anträgen der AfD, Migration, also unterschiedlichstes Sammelsurium an Themen und was Wagenknecht dazu denkt. Und jetzt kommen wir zu dem, glaube ich, kontroversesten Thema, nämlich dem Ukraine-Krieg und unserem künftigen Verhältnis gegenüber Russland. Besprochen werden muss die Außenpolitik. Und auch da sind sich ja AfD und BSW sehr einig, wie es, wenn es darum geht, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu deuten. Also vielleicht, um alles vorab schon mal juristisch zu klären. Sie sind ja auch der Meinung, dass der russische Angriff ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war, ne? Ja, selbstverständlich. Wenn man ein anderes Land überfällt, dann ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Ich finde nur erstaunlich, dass ausschließlich bei diesem Krieg das immer betont wird. Also auch der Irakkrieg, auch der Krieg in Afghanistan, auch der Krieg in Libyen, das waren alles völkerrechtswidrige Kriege. Und ich mag das Publikum. Das muss ich an der Stelle mal ganz ausdrücklich sagen. Ja, völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist genauso wie tote Leiche. Einer schreibt gerade im Chat. Brauchst du es eigentlich nicht noch mal betonen, dass ein Angriffskrieg völkerrechtswidrig ist? Also es gibt ein Völkerrechtsverbot, das heißt Gewalt gegen ein anderes Land, das ist schon ohne, dass es zu einem offenen Krieg kommt, an sich schon völkerrechtswidrig. Außer, wie gesagt, außer zur Landesverteidigung. Also wenn du von einem anderen Land angegriffen wirst. Um das deutlich zu sagen, das macht diesen Krieg nicht harmloser. Aber ich finde diese Einseitigkeit, auch diese moralische Empörung, die ich dann bei Frau Baerbock oder woanders erlebe, die hätte ich mir bei anderen Kriegen auch gewünscht. Jetzt bleiben wir einfach mal bei der Ukraine. Das muss ja kommen, obwohl Sie das ja schon ganz oft gehört haben. Also im Februar 2022 waren Sie 4 Tage vor dem Überfall auf die Ukraine, waren Sie ja noch bei Anne Will und haben da eigentlich mehr oder minder deutlich gesagt, dass Putin nicht angreifen würde und haben da wörtlich gesagt, ein russischer Einmarsch wird von amerikanischer Seite herbeigeredet und der Wunsch, nämlich ein Angriff, ist der Vater des Gedankens. Also man muss wirklich sagen, Sie sind davon ausgegangen, dass Putin nicht angreift. Ganz so stimmt es nicht. Also ich habe nicht gedacht, das stimmt, da habe ich mich geirrt, dass der Angriff so direkt bevorsteht. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass diese Truppenzusammenziehung, dass das eher so eine Drohgebärde war, um etwas zu erreichen. Mit diesem Irrtum war ich, glaube ich, nicht ganz alleine. Aber ich habe trotzdem auch in der Sendung übrigens und auch in anderen Sendungen damals sehr deutlich gemacht, dass ich schon dort eine Kriegsgefahr heraufziehen sehe, weil die Russen haben ja sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie es nicht akzeptieren wollen, dass sie auch nicht akzeptieren werden, dass die Ukraine Teil der militärischen Einflusszone der USA wird mit Militärbasen, Raketenbasen, Geheimdienststützpunkten. Und es gab ja schon damals, es gab 4000 NATO-Soldaten in der Ukraine, es gab gemeinsame Manöver und die Russen haben immer wieder moniert und haben gesagt, nein, also wenn das so weitergeht, dann werden wir dort intervenieren. Ich sage nicht, dass ich das legitim finde. Ich finde das generell nicht legitim, irgendein Problem mit Krieg zu lösen. Ich verurteile Kriege und zwar jede Art von Krieg. Aber man hätte meines Erachtens auf diese russischen Warnungen oder Ansagen reagieren müssen. Und ich habe damals gesagt, wenn man diese NATO-Integration der Ukraine weiter betreibt, dann wird es Krieg geben. Das habe ich damals gesagt. Ich habe nur nicht gedacht, das habe ich tatsächlich nicht, dass wir 4 Tage vor Kriegsbeginn stehen. Also was Sie in der Sendung gesagt haben, das stimmt, ist, dass Sie sich vorstellen können, dass im Notfall irgendwann lange hin Putin mit militärischen Mitteln eingreifen würde in der Ukraine, um eben zu verhindern, dass die Ukraine irgendwann Mitglied der NATO wird. Jetzt ist es aber so, dass man ja damit das Gefühl hat,
dass sie die Erzählungen von Putin einfach übernehmen. Also Putin hat... Oh Gott, also Wagenknecht, ich hatte gerade schon überlegt, ob ich bei Wagenknecht kurz unterbreche und sage, ach, die drückt sich ja schon wieder so vorsichtig aus. Aber ihr seht es hier, es ist egal, wie vorsichtig, es ist egal, wie klar man sagt, dass man Krieg ablehnt, dass man das moralisch verurteilt, dass eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, was man gar nicht extra erwähnen bräuchte. Es ist völlig egal, wie gemäßigt ihr euch ausdrückt. Wenn ihr nicht auf Linie der westlichen Propaganda seid, Putin böse, er handelt nicht rational und wir müssen der Ukraine alles liefern, was sie anfordert, um diesen Krieg so lange es geht fortsetzen zu können. Wenn ihr das nicht sagt, dann seid ihr auf Putins Linie. Also so bescheuert ist die Diskussion in diesem Land tatsächlich. Und Ulrike Herrmann ist ja eine der Apologetinnen dieser völlig verrohten Diskussionskultur. In der Tat, bevor er die Ukraine überfallen hat, immerzu erzählt, ja, da ist ja jetzt die NATO. Aber hinterher hat ja zum Beispiel der Wagner-Chef Prigozhin, kurz bevor er dann von Putin ermordet wurde, in seinem Telegram-Channel gesagt, es ging gar nicht um. Also jetzt mal eine Detailfrage. Ist es schon bewiesen, dass Putin Prigozhin umgebracht hat? Also klar, er ist sicherlich verdächtig, aber ist das schon nachgewiesen? Oder schwurbelt sich das Herrmann hier nur zurecht, dass das nachgewiesen wäre? Um die NATO, das ist immer falsch gewesen. Es geht um das russische Imperium. Und auch jetzt, nur um das zu beweisen, ist es ja so, dass Putin eigentlich alle russischen Truppen an der baltischen Grenze abgezogen hat, weil er diese Soldaten im Krieg in der Ukraine braucht. Aber er würde ja nicht die ganze baltische Grenze freiräumen, wenn er im Ernst denken würde, dass die NATO jetzt vorhat, anzugreifen. Also die Frage ist ja wirklich, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das, was Putin erzählt, auch wahr ist? Weil der lügt doch die ganze Zeit. Ja, weil das völlig rational ist. Also Russland hat kein Interesse daran, dass immer mehr Nachbarstaaten in die militärischen Strukturen der NATO eingebunden werden. Also das ist einfach völlig, also laut jeder politikwissenschaftlichen Theorie ist es völlig normal, dass Russland seine Sicherheit bedroht sieht, wenn der Westen militärisch näher an Russland ranrückt und damit seine eigene relative Position verbessert. Also ich wiederhole jetzt nur, was Prigozhin. Ich reiße eine Aussage von Prigozhin, die er bei einer ziemlich wütenden Ansprache vor so einem halbgaren, soll man das jetzt, was er damals gemacht hat, vor seinem Marsch auf Moskau da, sich wütend zusammengeredet hat. Das reiße ich jetzt aus dem Kontext und versuche damit dann alles andere, was russische Politiker jemals gesagt haben, was auch zur russischen Politik der letzten Jahrzehnte passt, das versuche ich damit jetzt ungültig zu machen, indem ich diese eine Aussage von Prigozhin aus dem Kontext reiße. Und es ist ja nachgewiesen, dass die Ukraine ihren Beschuss nachdem Russland die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hat, deutlich erhöht hat. Also die Ukraine hat da auch auf Eskalation gesetzt. Auch das ist nachgewiesen. Also warum Prigozhin jetzt in diesem, ja, wenn du gerade so einen Putschversuch oder nennt es wie er wollt, was er damals vorhatte, durchführen willst, dann sagst du natürlich was, um die Stimmung aufzuheizen. Also diese eine Aussage von Prigozhin, die allem widerspricht, was russische Politiker vorher gesagt haben und die auch der Faktenlage widerspricht, die würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, tatsächlich. Also es gab ja viele westliche Diplomaten. Es gibt zum Beispiel den heutigen Geheimdienstchef, also den CIA-Chef, der war früher mal Botschafter in Moskau, der hat vor dem Krieg immer darauf hingewiesen, Burns heißt der Mann, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, und NATO heißt jetzt nicht abstrakt NATO-Mitgliedschaft, sondern es heißt amerikanische Raketenbasen, amerikanische Militärbasen, dass das für die gesamte russische Elite, nicht nur für Putin, eine knallrote Linie wäre und hat gewarnt, die zu überschreiten. Es gab andere, die das angesprochen haben. Auch übrigens der ukrainische Verhandlungsführer in Istanbul. Also in Istanbul gab es ja am Anfang des Krieges... Auf Istanbul kommen wir noch. Ich will aber was anderes sagen. Nee, wir müssen ja nicht... das wird Nein, sonst aber zu viel, das ist ja. aber wichtig, weil es zu diesem Thema gehört. Also der ukrainische Verhandlungsführer, also die rechte Hand von Zelensky, der Fraktionsvorsitzende der Zelensky-Partei im Kiewer Parlament, der hat die Verhandlungen in Istanbul geführt für die ukrainische Seite. Und er hat wörtlich gesagt,
dass das NATO-Thema, also dass sie auf eine NATO, die Russen wollten uns zwingen, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Und dann wörtlich, das war das Wichtigste für sie. Das war das Wichtigste für sie, sagt der ukrainische Verhandlungsführer über die Verhandlungen in Istanbul. Also nun kann man sagen, der lügt auch, aber warum soll er das tun? Also es gibt doch plausible Gründe, warum diese Frage für die Russen, wie gesagt, plausible Gründe, wird mir immer gesagt, hat sie den Krieg gerechtfertigt. Nein. Nein, Deutschland und Frankreich haben 2008 den NATO-Beitritt Georgiens und der Ukraine verhindert, weil sie Russland das nicht gutheißen wird, dass Russland da eventuell militärisch darauf antworten würde. Also das war mal die Position der deutschen Bundesregierung, als sie noch nicht so einen verrückten kriegstreiberischen Kurs gegenüber Russland geführt hatte, sondern noch eher auf Ausgleich bedacht war. Ich meine, die deutsche Bundesregierung hat ja bis 2014 sich eher als Mittler zwischen Russland und den USA gesehen. Also das sollte man ja auch nicht übersehen. Und dass diese Haltung, die die deutsche Bundesregierung vor 2014 noch hatte, jetzt mittlerweile als russische Propaganda gilt, also es zeigt wirklich, wie sehr sich der Diskurs in diesem Land radikalisiert hat. Und es war ja auch die richtige Entscheidung der Bundesregierung, 2008 die Ukraine nicht mit in die NATO aufzunehmen, sonst hätte es den Ukraine-Krieg wahrscheinlich schon 2008 gegeben. Also auch damals war die russische Position vollkommen klar, wir werden darauf militärisch antworten, wenn die NATO versuchen sollte, die Ukraine in ihren Einflussbereich zu ziehen. Und das hat man dann 2014 auch getan mit der Krim-Annexion. Aber man muss ja erklären, warum es dazu kam. Die Ukraine hatte bis zum Jahr 2014 ihrer Verfassung sich verpflichtet, ein neutraler Staat zu sein. Sie war damals ein militärisch sehr schwaches Land. Wenn Russland aus imperialen Aspekten die Ukraine hätte unterwerfen wollen, vor 2014 wäre die Ukraine wehrlos gewesen. Die hätten sie überfallen, die hätten sie überrannt. 2014 war der Maidan. Danach hat die Ukraine in ihre Verfassung geschrieben, dass sie die NATO-Mitgliedschaft anstrebt. Und sie wurde dann ja auch von den USA sehr stark auch hochgerüstet. Ein klarer Bruch des Budapester Memorandums übrigens. Also, oder ein klarer Verstoß gegen das, was im Budapester Memorandum an machtpolitisch da eigentlich vereinbart war. Also die Ukraine bleibt neutral und im Gegenzug respektiert Russland die territoriale Integrität der Ukraine. Das war mehr oder weniger der Deal mit dem Budapester Memorandum und dadurch, dass die Ukraine sich einseitig in Richtung der NATO orientiert hat, auch schon durch den Putsch 2014, der ja die Grundlage dafür war, hat Russland diesen Deal halt als verletzt angesehen und dann entsprechend reagiert. Und jetzt, nachdem die NATO auch nach Krim-Annexion und nach Bürgerkrieg nicht davon abgelassen hat, die Ukraine immer weiter ins westliche Bündnis zu ziehen, hat Russland jetzt auf eine neue Eskalationsstufe geschaltet. Also das kann man alles rational erklären, was Russland da gemacht hat. Das ist nicht irrational. Also es ist nicht so, als würde die russische Regierung heute so und morgen so handeln und man könnte nicht prognostizieren, was sie tun würde. Und Russland ist ja auch verhandlungsbereit, was Frieden im Ukraine-Krieg angeht. Also aber darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Ulrike Herrmann hat ja gesagt, über Istanbul werden wir noch zu sprechen haben. Und ab dann eskalierte dieser Konflikt, bis er dann eben im Jahr 2022 wirklich auch zu einem Krieg geführt hat. Auch, sag mal, honorige Menschen, denen man wirklich nicht unterstellen wird, dass sie irgendwie mit Putin unter einer Decke stecken, Klaus von Donani zum Beispiel, hat immer wieder auf diesen Aspekt hingewiesen. Also viele haben das angesprochen und deswegen, ich finde das sehr plausibel, dass das die Erklärung ist und deswegen bin ich so empört, dass man nicht versucht, über diesen Punkt zu verhandeln, sondern es immer zu einer Frage der Territorien und des Nationalismus macht. Kriege sind immer auch nationalistisch geframed. Also wenn man einen Krieg führt, entsteht natürlich auch immer auch eine nationalistische Erzählung, weil man damit die Leute quasi auch motivieren will für diesen Krieg. Und in diesem Fall ist von beiden Seiten der Nationalismus natürlich im Zuge dieses Krieges extrem gestiegen. Also die Russen werden in der Ukraine als quasi nicht, also entmenschlicht, als Monster dargestellt. Und umgekehrt wird eben in Russland jetzt der Ukraine jegliches Existenzrecht abgesprochen. Das stimmt schon. Aber das ist meiner Überzeugung nach nicht die Ursache, warum es zu diesem Krieg gekommen ist. Ja, und es ist auch nicht die russische Position, dass die Ukraine nicht mehr existieren soll. Also die russische Verhandlungsposition, okay, jetzt sind wir wieder bei Verhandlungsbereitschaft, dazu werden wir gleich noch kommen, ist ja Anerkennung. Das sind die Forderungen an die Ukraine, Anerkennung der territorialen Realitäten,
Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung. Also nicht Ende der ukrainischen Existenz, sondern nur Verschiebung der ukrainischen Ostgrenze etwas nach Westen, gar nicht mal sonderlich stark territorial gesehen. Die Ukraine wäre damit danach auch immer noch ein Staat mit mehr Anbindung. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine damit so stark, also stärker geschwächt werden würde als beispielsweise durch die Schocktherapie in den 90ern, die die Ukraine ja auch ohne Probleme über sich hat ergehen lassen. Und also es gibt eigentlich keinen Grund, die russischen Forderungen nicht anzunehmen, außer das geostrategische Interesse der USA, den Gegner Russland so hart es geht zu schwächen. Ganz egal, wie viele Ukrainer dabei sterben. Einziger, wenn man das aber genau jetzt sich das anguckt, dann ist ihr einziger Zeuge William Burns, CIA-Chef. Wo Nein, genau, und der ukrainische Verhandlungsführer. Nee, auf Istanbul kommen wir noch. Das ist ja, ja, Sie lachen jetzt, aber sowas hat doch eine Dynamik. Istanbul ist schon während des Krieges, das bringt nichts. Istanbul, April, März 2022, Krieg läuft schon, damit zu belasten oder das heranzuführen, ob was eine Kriegsursache ist. So, wo hat denn das William Burns eigentlich gesagt? Er hatte 2019 das gesagt. Wo denn? Wo haben Sie das her? In einer der englischsprachigen Presse. Das ist Ihr Kronzeuge, ja? Das ist Ihr Kronzeuge. Nein, das ist nicht mein Kronzeuge. Ja, das heißt Kronzeuge, das ist die verdammte Position der französischen und deutschen Regierung. Also 2008 war das noch deren Position. Heute ist das ja, wie wir gerade hören, russische Propaganda. William Burns ist jetzt nicht der Einzige. Es ist nur ein hochrangiger Politiker, den Wagenknecht hier sich gemerkt hatte. Also, dass Hermann das jetzt so hochspielt, also das haben zahlreiche Leute aus dem Westen gesagt. Also wie gesagt, Wagenknecht hatte noch Klaus von Donani genannt, der ist jetzt nicht so relevant wie William Burns, aber trotzdem, das ist, dass Hermann das jetzt so darstellt, als wäre das irgendeine Privatmeinung. Es gibt andere. Nein. Ich wüsste gerne, wo das steht, weil ich habe nämlich extra gegoogelt. William Burns, wie gesagt, ist heute... Also ich schicke Ihnen das gerne noch zu, wenn Sie es wirklich nicht gefunden haben, suche ich es. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf die Quelle, aber... Weil ich nämlich dann auf der Suche war und dann habe ich was anderes gefunden. William Burns, CIA-Chef in dem Magazin Foreign Affairs, schreibt, es wäre ein historischer Fehler, wenn die USA jetzt nicht 60 Milliarden für die Ukraine bewilligen. Also man hatte nicht den Eindruck, als würde da... Also bei Istanbul, das darf man nicht als Argument heranziehen, die russischen Forderungen von da, weil die einen Monat nach Kriegsbeginn aufgestellt wurden. Aber William Burns, der sich zu einer aktuellen Debatte heutzutage äußert, also 2 Jahre, nachdem dieser Krieg begonnen hat, also das hat doch nichts mit seiner Äußerung aus dem Jahr 2019 zu tun. Also... Ulrike Hermann will bei den russischen Gründen für den Krieg auf den Monat genau nicht, dass man beispielsweise Istanbul heranzieht, weil das ja nach Kriegsbeginn passiert sei. Aber wenn man William Burns zitiert, der 2019, bevor dieser Krieg begonnen hat, gesagt hat, dass das eine rote Linie für Russland sei, wenn die Ukraine in die NATO gezogen würde. Also das ist jetzt wirklich absurd. Merkt sie nicht selber? Also jetzt mal nach ihren eigenen Standards hier. Dass sie hier, wenn Wagenknecht sich irgendwelche Zitate raussucht, dass sie da einen völlig anderen Standard dran anlegt, als an die Zitate, die sie sich selbst raussucht. Also sie legt sich alles so zurecht, wie es ihr gerade passt. Das ist genauso wie bei dem einen Prigozhin-Zitat. Das, wie gesagt, das widerspricht erstmal der Faktenlage. Die Ukraine hat sehr wohl ihren Beschuss gesteigert. Und das widerspricht auch allem, was alle russischen Politiker vorher gesagt haben, was Prigozhin auch vorher schon die ganze Zeit erzählt hat und auch danach wieder erzählt hat. Ja, und diese eine Äußerung wird sich rausgesucht. Seht ihr, hier hat er mal was anderes gesagt. Also das ist schon sehr, ja, eine sehr selektive Art und Weise der Faktenwahrnehmung. Und das ist typisch für die westliche Kriegspropaganda. Man hat keine guten Argumente, deswegen sucht man sich selektiv die Zitate heraus, die man ja am besten gebrauchen kann, um sein eigenes Narrativ durchzudrücken. Und das wirft man dann perfiderweise der Gegenseite, die viel bessere Argumente hat, vor. Also das ist mir schon so häufig untergekommen. Und hier sehen wir es wieder par excellence von Ulrike Hermann. Burns irgendwie warnen, sondern ganz im Gegenteil. Er ist dafür, dass man die... Aber Sie haben jetzt den jetzigen Konflikt in den USA mit den Republikanern. Ja, das ist aber doch etwas ganz anderes. Aber wie gesagt, was anderes habe ich von Burns nicht gefunden, außer dass er der Meinung ist, man muss die Ukraine aufrüsten. Ja, weil es ist ja schwierig...
bevor Sie hier weiter rumzischen, es ist ja schwierig, Kronzeugen zu zitieren und dann nicht zu wissen, wo das eigentlich herkommt. Darf ich jetzt noch eine Frage stellen, ja? So, jetzt zum Thema Russland und die NATO. Also Russland wurde 1998 in die G7 aufgenommen. Es gab eine NATO-Grundakte von 1979. Da hat die NATO zugesagt, dass sie in den neuen Territorien, die zusätzlich aufgenommen wurden, das war aber nicht die Ukraine, denn die wurde ja gar nicht aufgenommen, aber baltische Staaten und so weiter, keine Stationierung von Nuklearwaffen, keine Einrichtung regionaler NATO-Kommandozentralen und keine substanziellen Kampftruppen auf dem Territorium neuer Mitglieder. Außerdem gab es ein NATO-Russland. Ja, das ist ja schon gebrochen. Also wie viele Militärübungen die NATO, übrigens mit Beteiligung der Ukraine, schon in osteuropäischen NATO-Staaten durchgeführt hat. Also das ist ja schon hinfällig. Also die NATO darauf verpflichtet hat, aber daran hält sie sich mittlerweile nicht mehr. Russland hat damals das Recht bestätigt, dass die neuen Staaten freie Bündniswahl haben, also in die NATO dürfen. Putin hat noch 2004 gesagt, dass er sich von der NATO nicht bedroht fühlt. So, dann kam 2008, Georgien und die Ukraine die Amerikaner, Bush hatte die Idee, dass man die Georgien und die Ukraine aufnehmen könnte in die NATO, weil beide Länder das wollten. Das haben Frankreich und Deutschland verhindert. Die Ukraine hat zwar 2014 selber in ihre Verfassung geschrieben, dass sie gerne in die NATO will, die NATO hat sie aber nie aufgenommen. Stattdessen, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, hat... Ja, die NATO hat dort aber mitgeholfen, die Regierung wegzuputschen und anschließend wurde das Land verdeckt über die CIA und über Blackwater, was zu der Zeit schon militarisiert. Also das ist ja, also de facto wurde die Ukraine ja NATO-Strukturen eingebunden, wenn auch noch nicht offiziell. Weil man genau wusste, dass Russland auf so eine offizielle Einbindung eben reagieren würde, wie die Krim-Annexion ja gezeigt hat. Also die Krim-Annexion war ja eine Reaktion auf den Putsch in Kiew. Deutschland seine Gasversorgung an Russland ausgeliefert. Beispielsweise hat man sämtliche Gasspeicher an Gazprom verkauft. Über 40% des deutschen Gases kam aus Russland und das war gewollt von den Deutschen. Die Idee war Wandel durch Verflechtung. Wenn man sein ganzes Gasnetz den Russen gibt, dann ist doch klar, das war das deutsche Signal, wir wollen euch nicht angreifen, denn wir sind ja energetisch von euch abhängig. Dann kam 2014 die Annexion der Krim und des Donbass durch die Russen. Was macht Deutschland 2015? Nein, oh Gott, also nicht mal die Zeitleiste hat es vernünftig drauf. 2014 kam keine Annexion des Donbass. In der Ukraine entstand ein Bürgerkrieg, der anfangs auch nicht vom Kreml unterstützt, sondern von einzelnen russischen Nationalisten, die gegen den Befehl des Kreml handelten. Und ja, im Zuge dessen haben sich dann die zwei Volksrepubliken Donetsk und Luhansk gegründet, die erst ab Sommer 2014 von russischen Truppen unterstützt wurden, aber nicht annektiert wurden. Also die Annexion erfolgte erst ein halbes Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges im Herbst 2022. Nicht schon 2014. Also selbst vor Beginn des Ukraine-Krieges, als man diese zwei Staaten als unabhängige Staaten anerkannt hat, hat man sie ja nicht annektiert. Wird die Pipeline Nord Stream 2 genehmigt. So, das heißt, diese ganze Idee, dass die NATO da irgendwie Russland bedroht hätte, aus meiner Sicht, das muss ich halt so deutlich sagen, ist das faktisch gar nicht belegt, sondern... Realistische Theorie, also ist nur eine Denkschule, die das so sieht. Theorie des Realismus in der Politikwissenschaft. Wenn ein Staat mehr militärisches Material hat, dann betrachten das andere Staaten automatisch als Bedrohung, als relative Verschlechterung ihrer Machtposition und sehen ihre Sicherheit bedroht. Also wenn die NATO ihr Gebiet deutlich ausweitet oder wenn die NATO dabei hilft, eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine wegzuputschen, um dort ein westliches Marionettenregime zu installieren, dann betrachtet das Russland logischerweise als Bedrohung. Also dafür muss man jetzt nicht 20 Jahre internationale Beziehungen geforscht haben, das ist das Erste, was man dort lernt.
Also wirklich, jetzt macht Hermann sich wirklich lächerlich. Also sowas sei nicht belegt. Ja, so funktioniert die Struktur unseres Staatensystems. Wenn sich die relative Machtposition eines Staates verbessert oder eines Staatenbündnisses, dann verschlechtert sich automatisch die relative Machtposition hier konkurrierender Staaten. Ich würde sagen, dass es eine alternative Deutung gibt. Und das ist jetzt meine Frage. Ich musste so ein bisschen ausholen, damit Sie auch verstehen, wie ich dazu komme. Meine alternative Deutung wäre, es geht Putin um den Machterhalt. Und zwar in Russland und in seinem Imperium. Und das sozusagen, er hat ja immer gesagt, ich fühle mich durch die NATO nicht bedroht. Und er war auch nicht bedroht, bevor, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, die Bundeswehr war so runtergespart, dass die Soldaten noch nicht mal Handschuhe hatten. So, also wie soll man denn, das war doch keine Armee, die kämpfen konnte. So, aber der, was 2014, was da passiert ist, ich glaube, das haben Sie ja auch schon angesprochen, ist, es gab den Euromaidan in Kiew, die Ukrainer haben sich gewehrt gegen eine weitere Annäherung an Russland. Es gab eine Wahl, wo dann... ein manipulatives Framing. Also, die EU wollte mit der Ukraine ein Assoziierungsabkommen machen und dieses Abkommen, hätte die Ukraine aus dem gemeinsamen Handelsmarkt, aus der Zollunion mit Russland herausgerissen. Das wäre vollkommen klar gewesen, weil Russland nicht mit billigen Waren aus Europa überschwemmt werden wollte. Und da hat die ukrainische Regierung gesagt, nee, Russland ist der wichtigere Handelspartner, mit dem wollen wir es uns nicht verscherzen. Aus unseren eigenen Interessen setzen wir jetzt dieses Assoziierungsabkommen erstmal aus, also die Ratifizierung dessen. Mehr hat die ukrainische Regierung nicht gesagt. Und daraufhin haben pro-westliche Institutionen in der Ukraine, pro-westliche Thinktanks, Bildungseinrichtungen, die in Richtung des Westens gedreht waren, politische Parteien, die pro-westlich waren, Proteste organisiert, an denen dann auch sehr schnell die radikale Rechte sich beteiligt hat und die dann letztlich ja zumindest halbmilitärisch entschieden wurden. Also es wurden in zahlreichen, vor allem westukrainischen Städten Rathäuser gestürmt. Auf dem Maidan ist es zu Schüssen und zu Dutzenden Toten gekommen, die Scharfschützen wahrscheinlich irgendwelche Söldner, die zumindest mit den Maidan-Kräften verbündet waren. Also geschossen haben sie nämlich aus dem Hotel Ukraina und aus dem Konservatorium. Das sind Gebäude, die damals von der Maidan-Protestbewegung kontrolliert wurden. Und diese Schützen, die haben sowohl Demonstranten als auch Polizisten erschossen, um die Stimmung gegen Janukowitsch anzuheizen. Das war ein paar Tage, bevor er dann endgültig gestürzt wurde. Es hat funktioniert. Janukowitsch ist nach Russland geflohen. Gegen ihn wurde geputscht, also auch nachdem Teile der Maidan-Bewegung, also wie gesagt, da waren fanatische Rechtsradikale mit dabei, Janukowitsch mit einem Revolutionstribunal gedroht hatten, sollte er nicht binnen 24 Stunden nach Erfolg der Revolution das Land verlassen. Also ja, wie gesagt, es fand ein Putsch gegen Janukowitsch statt. Er hatte Grund genug, um sein Leben zu fürchten und ist dann nach Russland geflohen. Und das war der Grund, warum Russland dann die Krim annektiert hat. Also und wie gesagt, also ich wollte hier nur Hermanns wirklich erbärmliches manipulatives Framing, oder es war ja schon eine Falschaussage. Also es ging ja nicht darum, die Ukraine näher an Russland zu binden, sondern ganz im Gegenteil. Die Handelsbeziehungen zwischen der Ukraine und Russland, die sich gefestigt hatten, die sollten durch dieses Assoziierungsabkommen aufgebrochen und zerstört werden, was der ukrainischen Wirtschaft entsetzlichen Schaden zugefügt hätte, beziehungsweise ihr dann zugefügt hat. Ich meine, sie hat sich dann ja gegen Westen gewendet und der Handel mit Russland ist zusammengebrochen. Die Ukraine ist nach 2014 korrupter und ärmer und ungleicher geworden. Also die Post-Maidan-Regime, die waren auch zwischen 2014 und 2021 ohne den russischen Einmarsch in die gesamte Ukraine schon einzige Katastrophe für die ukrainische Bevölkerung. Sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Die europäisch orientierten Kräfte an die Macht kamen und dann hat Putin die Krim und den Donbass erobert. So, das heißt, wovor er Angst hatte, war eine demokratische Ukraine, die in die Realsatire. Also wirklich Respekt an Sarah Wagenknecht, dass sie da so ruhig bleiben kann. Okay, die hat Erfahrung mit Moderatoren, die Unsinn reden, so häufig wie sie in irgendwelchen Talkshows war. Aber Gott. Also, wie gesagt, unter Beteiligung von Rechtsradikalen, unterstützt von westlichen Institutionen und Thinktanks, wird ein demokratisch gewählter Präsident weggeputscht. Und Ulrike Hermann
framed jetzt hier den Putsch gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten als ja, Bewegung für eine demokratischere Ukraine, vor der Putin Angst habe. Nee, Putin hat einfach Angst. Also was heißt Angst? Es ist nicht in russischem Interesse, dass die NATO sich immer mehr an Russland ranschiebt. Demokratie ist Russland dabei herzlich egal. Russland ist auch mit Armenien verbündet, was ja eine Demokratie nach westlichem Vorbild ist, was aber ja, sich außenpolitisch eng an Russland bindet. Russland ist auf globaler Ebene jetzt beispielsweise mit Brasilien verbündet, auch mit Demokratie nach westlichem Vorbild. Also Russland ist völlig egal, ob seine Partner ja Demokratien oder Diktaturen sind. Russland ist wichtig, dass sie eben in russischem Interesse handeln. Wie jedem anderen kapitalistischen Staat auch, der Bundesrepublik, ist es völlig egal, ob sie mit Diktaturen oder Demokratien zusammenarbeitet. Es ist wirklich so ein Propagandasprech von Ulrike Herrmann hier. Es ist unfassbar. In die EU will. Und das ist ja dann sozusagen Machtstreben und hat auch sehr viele innenpolitische Gründe, dann höre ich auf. 2011 gab es in Moskau, Putin war ja schon an der Macht, massenhafte Proteste, Hunderttausende waren in Moskau auf der Straße, um gegen die Fälschung bei der Parlamentswahl zu demonstrieren. Das heißt, Putin weiß, dass es Opposition in seinem Land gibt. Und er weiß, dass wenn die Ukraine, die ja direkt nebenan ist, mit vielen verwandtschaftlichen Verflechtungen, wenn die demokratisch wird, dass das auch sein eigenes Regime destabilisiert. So, und warum finden Sie jetzt diese, also ich habe das jetzt mal so breit ausgebreitet, damit man die konkurrierende Analyse versteht. Warum teilen Sie diese Analyse nicht? Weil ich sie wirklich überhaupt nicht überzeugend finde. Also Putin ist um das vorab zu sagen, Putin ist ein autokratischer Machthaber. Ich habe keine Sympathie für das russische System. Nee, darum geht es aber auch gar nicht. Darum geht es gar nicht. Die Frage ist, ist es eine plausible Erklärung? Ich halte die Erklärung aus verschiedenen Gründen nicht für plausibel. Fangen wir an mit der Frage, haben die Russen Grund, der NATO zu misstrauen? Naja, also wir haben erlebt Ende der 90er Jahre als ersten europäischen Krieg, das wird auch immer vergessen, seit dem Zweiten Weltkrieg, den Krieg in Jugoslawien. Die Bombardierung Belgrads, das war ein Verbündeter der Russen, also Milosevic war ein Verbündeter Russlands, der ist mit NATO-Kraft und mit NATO-Soldaten und mit NATO-Bomben angegriffen worden. Natürlich hat Russland das auch als gegen sich gerichtet mitempfunden. So, das war der erste Punkt. Darf ich da kurz eine Frage stellen? Ganz kurz. Doch. Ich mag das Publikum. Ich habe es schon gesagt, das Publikum, das mag ich. Nein, ich habe eine Frage, ja? Jetzt nur die NATO hat ja damals Serbien bombardiert, das ist richtig, weil Serbien damit beschäftigt war, in Bosnien ein Massenmord. Kann sie, bevor sie solche Fragen, also sie guckt ja sogar auf ihren Zettel, kann sie da nicht die wichtigsten Daten recherchieren? Also Wagenknecht meint offensichtlich Krieg im Jahre 1999. Also darauf bezieht sich Wagenknecht hier offenkundig, weil das ziemlich klar die NATO hat Serbien auch schon 95 bombardiert, aber es geht offensichtlich um den Kosovo-Krieg in einer Situation, wo im Kosovo gerade Bürgerkrieg herrschte und wo die NATO dann die zivile Infrastruktur in Serbien in Schutt und Asche gelegt hat, um die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovos zu erzwingen. Also ganz klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Das meint hier Wagenknecht offensichtlich. Und Ulrike Herrmann lenkt jetzt davon ab oder hat sich die, wie gesagt, einfach mal die Timeline nicht angeschaut und redet jetzt über einen anderen Krieg hier. Anzurichten? Naja, das hat sich im Nachhinein ein bisschen anders dargestellt also mit dem Hufeisenplan und so, die gab es ja nicht. Nee, das ist ja egal, aber es waren schon Tausende gestorben in Bosnien, hingeschlachtet. Nicht Bosnien. Wie gesagt, wir sind gerade beim Kosovo. Nicht Bosnien. Andere Region. Von Serben, das würden Sie jetzt bestreiten? Also ich glaube, dass es damals nicht einer bombardiert. Leugnen Sie den Völkermord von Srebrenica? Der hat zwar jetzt nichts mit diesem Krieg zu tun hat, aber leugnen Sie den. Also wir sind hier im falschen Krieg. Ich weiß auch nicht, ob Wagenknecht das so richtig mitbekommen hat. Also sie scheint gerade noch darüber nachzudenken, das, was inwieweit das, was Herrmann hier gerade gesagt hat, Sinn ergibt. Sie will jetzt, glaube ich, nichts Falsches sagen, aber
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hermann sich hier gerade im falschen Krieg befindet. Weil sie von Bosnien spricht und Wagenknecht vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Ende der 90er gesprochen hat, also Kosovo. Radierung bedurfte, wo man sich sogar damit gebrüstet hat. Also sie haben übrigens das gleiche gemacht, was Putin jetzt teilweise macht. Sie haben auch Wasserversorgung, Energieversorgung bombardiert. Und da gibt es sogar Artikel darüber, wo die NATO dann gesagt hat, also das haben wir jetzt erreicht. Jetzt haben die ein echtes Problem, kein Wasser mehr, kein Strom mehr. Also das waren schon völkerrechtswidrige Bombardements. Und es gab kein UNO-Mandat. Also muss man auch mal sehen, es war der erste Krieg ohne UNO-Mandat. So, das war aber auch nicht der einzige. Es ging dann weiter. Afghanistan, da hat Russland sogar, das war schon Putin so signalisiert, dass er das teilweise sogar mit unterstützt. Er hatte auch irgendwie die Hand ausgestreckt zu Bush. Also Afghanistan war auch in meinen Augen, war genauso völkerrechtswidrig, hat ja auch den Menschen in Afghanistan gar nichts gebracht. Aber vielleicht war das, und zwar im Gegenteil, also Tod und auch viel Zerstörung und jetzt wieder regierende Taliban. Aber nehmen wir mal Afghanistan weg, gehen wir zum Irak. Auch Irak war ein Verbündeter, also geostrategisch nicht, weil der irgendwie Saddam Hussein ein toller Mann war. Also war er nun wahrlich nicht, war auch ein schlimmer Diktator, aber es war ein Verbündeter Russlands. Irak wurde angegriffen und es wurde das mit dem Ziel, Saddam Hussein zu stürzen, das hat man ja auch erreicht, und auch dieses Land aus dem Einflussbereich Russlands rauszubrechen. Dann hat man in Syrien eine wirklich islamistische Opposition aufgerüstet. Also das waren ja auch keine Freiheitskämpfer. Also diese Al-Nusra-Front und was sich dort alles umtat, das waren wirklich üble Gesellen. Die wurden ja mit militärischen Mitteln von den USA ausgerüstet im Kampf dann eben, weil man Assad stürzen wollte. Und Assad wollte man nicht stürzen, weil er ein übler Diktator ist, was er wirklich ist, sondern weil er ein Verbündeter Russlands war und bis heute ist, weil er wurde ja nicht gestürzt. So, dann ging es weiter in Libyen. Auch Libyen war ein Verbündeter Russlands, also eben Gaddafi. Gaddafi wurde auch gestürzt. Auch da gab es kein UN-Mandat. Also es gab ja doch viele Kriege, die teilweise von der NATO als NATO, teilweise von NATO-Staaten, also die ich jetzt genannt habe, waren ja immer Koalitionen der Willigen. Also es war nicht die formale NATO, aber es war immer die USA mit Verbündeten, die diese Kriege geführt haben und die zufällig immer sich gegen Länder richteten, die zwar Diktaturen waren, aber eben immer Diktaturen, die eben mit Moskau verbündet waren, während andere Diktaturen wie Saudi-Arabien oder Katar, die mit den USA verbündet waren, natürlich nicht mit Krieg überzogen wurden. Also es waren geostrategisch. Also Krieg gegen Demokratie fällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich nicht ein aus den letzten 20 Jahren, aber in Venezuela beispielsweise, da haben die 3 Putschversuche durchgeführt in den letzten 25 Jahren. Also auch gegen demokratisch gewählte Staatschefs wie Hugo Chavez und jetzt Nicolas Maduro versucht man zu putschen, wenn die eben nicht das tun, was man will. Man versucht dann irgendwelche CIA-Marionetten wie Juan Guaido beispielsweise einzusetzen. Also das ist ja schon so. Kriege, wo es um Einflusszonen ging. Und es ging immer darum, die russische Einflusszone zurückzudrängen. Natürlich hat Russland das wahrgenommen. Also auch wenn man jetzt nicht davon ausging, dass vielleicht Russland damit rechnet, dass morgen irgendwie Bomben auf Moskau fallen, war das eine unfreundlich feindselige Politik. Und das ist auch von Russland angesprochen worden. Ich meine, Putin, es gab ja die Münchner Sicherheitskonferenz, wo er aufgetreten ist. Das war, glaube ich, 2007, wenn ich das im Kopf habe, wo er sehr deutlich gesagt hat, dass er diese Art Politik, auch die Entmachtung des UN-Sicherheitsrates, war auch etwas, was Russland gegen die eigenen Interessen empfunden hat. Ich meine, die sind ein Sicherheitsratsmitglied und auf einmal war der Sicherheitsrat nichts mehr wert. Man hat ständig Politik an ihm vorbeigemacht. Das war keine Politik der ausgestreckten Hand, es war eine Politik, die konfrontativ war. Und am Ende hat sich damit auch durchgesetzt, was zum Beispiel auch George Kennan, der ist ja auch jemand, ein kluger Stratege amerikanischer Außenpolitik in den 90er Jahren angekündigt hat. Er hat gesagt, wenn wir auf diese Art die NATO ausdehnen, wenn wir Russland nicht nach Europa holen, sondern aus Europa rausdrängen, wird es in Russland eine Stärkung der nationalistischen, militaristischen und repressiven Tendenzen geben.
Genau das hat man erreicht. Also der heutige Putin ist tatsächlich nicht mehr der Putin, der mal im Bundestag geredet hat und die Hand ausgestreckt hat. Er ist ein anderer. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass das daran liegt, dass viele Russen keine Lust mehr auf Putin haben. Dass das tatsächlich eine Diktatur ist, die sich an der Macht halten muss, indem sie Feinde außen kreiert, damit es innen passt. Ich meine, das sieht man doch auch jetzt. Aber er sitzt doch, also ich meine, dass die letzte Wahl nicht eine freie Wahl nach unserer Vorstellung war, das stimmt. Aber es gibt. Das war in Russland schon immer so. Aber früher war das halt kein Problem. Da hat der Westen das sogar noch gut gefunden, dass Jelzin massiv auf Wahlfälschung gesetzt hat und die Opposition drangsaliert hat. Da wollte man nämlich auf keinen Fall, dass die Kommunisten gewinnen. Bill Clinton hat Jelzin sogar noch seine Wahlkampfberater rübergeschickt. Also früher, da fand der Westen das gut, dass in Russland Wahlen massiv manipuliert werden und dass da die Opposition extrem benachteiligt wird, sowohl bei der Medienberichterstattung als auch beim Wahlprozess selbst dann. Also die Wahlen heute, die sind nicht unfreier als die, die es in Russland in den 90ern gab. Aber in den 90ern hatte der Westen da kein Problem mit. Das ist die Heuchelei, die uns stört. Also jetzt, keiner sagt ja, dass in Russland alles gut laufen würde. Aber ja, wie gesagt, es war in Russland noch nie so, dass das irgendwie Wahlen nach Standards waren, die man sich in einer Musterdemokratie gewünscht hätte und die selbst in vielen westlichen Staaten ja nicht eingehalten werden. Das nur mal so am Rande. Russland ist ja beispielsweise auch wesentlich demokratischer als die Ukraine. Die Ukraine hat die gesamte linke Opposition zerschlagen und Wahlen bis auf Weiteres abgesagt. Und das Mediensystem gleichgeschaltet, es herrscht eine aggressive Kriegszensur. Jede noch so kleine Kritik an der Regierung ist nicht gestattet. Jeder, der sich dort gegen die Regierung äußert, der kann mal eben 15 Jahre ins Gefängnis geschickt werden oder Besuch vom SBU bekommen oder von irgendwelchen faschistischen Milizen, die in vielen Städten de facto das Gewaltmonopol ausüben. Also ja, nur mal so am Rande, was demokratische Standards angeht. Aber in der Ukraine ist uns das egal, denn das ist ja ein Staat, das sind die Guten, die dürfen das. In Russland, da müssen wir da ganz laut rumschreien und das kritisieren. Unabhängige Meinungsforschungsinstitute, das ist auch in der deutschen Presse thematisiert worden. Wir lügen uns doch in die Tasche, wenn wir so tun, als dass irgendwie die Mehrheit der Russen eigentlich am liebsten Putin stürzen würde. Also ich halte das für eine völlig jenseits der Realität. Er hat dort einen starken Rückhalt. Er hat ihn auch deshalb, weil er das Land stabilisiert hat. Und er hat es jetzt trotz dieses Krieges, der ja sehr viele Ressourcen fordert und natürlich ja auch ganz viele Menschenleben. Also sind ja viele junge Russen, die jetzt dort furchtbar zu Tode kommen oder verletzt werden. Also er hat da trotzdem diesen Rückhalt. Und deswegen, glaube ich, war es eine falsche Politik. Die deutsche Regierung hat lange Zeit eine andere Politik gemacht, das stimmt. Aber sie hat sie nicht konsequent gemacht. Also zum Beispiel hat man nach dem Maidan versucht, mit dem Minsker Abkommen den Konflikt zu befrieden. Und Maidan war ja jetzt für Russland wirklich nicht oder für die Russen ein Akt, wo man Angst haben musste, jetzt sind alle Russen begeistert von der Ukraine. Ich meine, der Maidan-Umsturz war damit verbunden, dass die russische Minderheit ihre Sprache nicht mehr verwenden durfte und wirklich auch kulturell massiv unterdrückt wurde. Das hat der Europäische Gerichtshof immer wieder oder der Europäische Rechnungshof immer wieder angeführt, auch als einer der Gründe übrigens, warum die Ukraine noch nicht mal einen Kandidatenstatus für die EU bekommt. Hat. Wir haben immer wieder gesagt, es ist eben keine Demokratie, es ist kein Rechtsstaat, es ist ein ziemlich korruptes System, wo auch elementare rechtsstaatliche Grundsätze außer Kraft gesetzt waren. Selenskyj hat seinen Wahlkampf von einem Oligarchen finanziert bekommen, der dann als Dank dafür seine Leute in dem Staatsapparat verankert hat. Also das ist nicht das, was wir uns unter Demokratie aber vorstellen. Aber jetzt darf ich da mal zwei Sachen fragen. Das eine ist, Sie sagen, die Ukraine ist keine lupenreine Demokratie und damit unterstellen Sie aber dann so implizit, als wäre das okay, dass die Russen da einfallen. Die Ukraine ist ein wesentlich autoritärerer Staat als Russland. Ich glaube, das kann man einfach so sagen, wenn man sich die aktuellen Verhältnisse in beiden Ländern anguckt. Russland ist wesentlich demokratischer als Ukraine. Das kann man, glaube ich, ziemlich klar so feststellen. Nein, überhaupt nicht. Also, da ist doch, dann hätte ich, dann, bevor, Sie, nee, ich bevor habe, Sie antworten, hätte ich noch eine zweite Frage. Nein, also, ich möchte aber schon erstmal antworten, weil Sie jetzt sagen, ich habe reagiert auf die These, dass, die ja immer wieder vorgebracht wird, dass irgendwie Putin einmarschiert ist, weil die Ukraine ein so ausstrahlungskräftiges Land ist, dass viele Russen jetzt der Meinung wären, weil die Ukraine sozusagen ein Vorbild ist, ein leuchtendes Beispiel. Genau, seht ihr, wollt ihr auch Bürgerkrieg, Diskriminierung von Minderheiten plus wirtschaftlichen totalen Verfall, Verarmung der gesamten Bevölkerung und vor allem der Rentner?
Da hätten die Russen 2014 natürlich jubelnd geschrien, ja, das wollen wir auch. Wir wollen auch, dass westliche Agrarkonzerne sich unser gesamtes Ackerland unter den Nagel reißen. Das wollen wir. Also dieses Argument ist so dermaßen bescheuert. Also gut, dass Wagenknecht hier auch nochmal auf die Diskriminierung der russischen Minderheit eingegangen ist. Das war ja auch noch ein Punkt, der die Sympathie vieler Russen für den Maidan-Putsch sicherlich auch noch sehr in Grenzen gehalten hat. Aber wie gesagt, die Ukraine, die hat sich seit 2014 wesentlich schlechter entwickelt als Russland. Also da jetzt irgend so ein Beispiel herbei zu konstruieren, was, auf das die Russen hoffnungsvoll blicken könnten, also da muss man wirklich in so einem transatlantisch gefärbten Mediendschungel gefangen sein. Also da muss man wirklich die volkswirtschaftlichen Statistiken, die von den ukrainischen Statistikbehörden veröffentlicht werden, ignorieren. Also Hermann ist doch eine Wirtschaftsjournalistin. Also das ist doch gerade ihr Metier, da müsste sie sich doch auskennen. Also wer da eine kurze Übersicht will, ich glaube, Russland und Osteuropa heißt der Artikel, das Wirtschaft oder Ukraine und Osteuropa, das wirtschaftliche Desaster, was wir angerichtet haben, wird vergessen. Das ist von Heiner Flassbeck, den hat er kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges zusammen mit Friederike Spieker geschrieben. Schaut euch das gerne an, das ist so eine vierteilige Artikelserie. Also da wird das nochmal einzeln aufgeführt. Also es ist wirklich so, ich glaube, ich brauche auf die Argumentation von Hermann nicht mehr weiter eingehen. Wagenknecht hat das hier schon zur Genüge gemacht. Und es ist, den Russen zu sagen, seht her, hier werden die Renten zusammengestrichen, hier wird das Sozialsystem gekürzt und das Land wird gleichzeitig an westliche Konzerne verscherbelt, während gleichzeitig pro-westliche Oligarchen sich den gesamten Staatsapparat unter den Nagel reißen und die Korruption noch weiter explodiert, also noch höher wird, als sie vorher schon war. Also das ist keine attraktive Perspektive, wo irgendein Russe gesagt hätte, ja, das wollen wir auch. Außer vielleicht eine winzig kleine liberale Minderheit, die aber demografisch keine Rolle spielt. Müssen wir jetzt auch in Russland so werden wie die Ukraine? Da habe ich als Gegenargument genannt, dass die Ukraine gerade, und zwar die Zelensky-Ukraine oder noch schlimmer eigentlich die vorher, also da war eine neofaschistische Partei ja direkt, die Svoboda, in der Regierung. Das war eine Partei, die sich wirklich auf die allerschlimmsten Traditionen der Kollaboration, auch mit den Nazis, auf antirussische Massaker und vieles andere gestützt hat. Die war ja nach dem Maidan zunächst mal in der Regierung drin. Also dass das jetzt ein Land ist, das für die Russen irgendwie ein Vorbild sein konnte oder eine Anziehungskraft entfalten konnte, also dass das ein Kriegsgrund ist, ich hätte mal eine Frage. War die Wahl 2014 in der Ukraine, war die aus Ihrer Sicht demokratisch? Ja oder nein? Egal, was dann dabei rausgekommen ist. Aber haben die Ukrainer demokratisch abgestimmt? Also der Sturz war kein demokratischer Akt. Da war ein gewählter Präsident. Und dieser gewählte Präsident ist abgesetzt worden. Und der Maidan selbst... Und dann gab es ja Wahlen. Und waren diese Wahlen, waren die demokratisch organisiert, ja oder nein? Nee, weil die größte Oppositionspartei zerschlagen wurde. Und es massive Repression gegen die Opposition gab. Und die Gebiete im Osten gar nicht abstimmen konnte, weil da eben Bürgerkrieg herrschte und die Krim sowieso nicht von Russland annektiert worden war. Also natürlich nicht. Also es war der Versuch dieser Post-Maidan-Regime, sich eine demokratische Legitimation zu beschaffen auf dem einfachstmöglichen Wege. Nein. Also da gibt es schon Zweifel, da gibt es durchaus Zweifel. Also wenn Oligarchen diese Macht haben, wie sie sie in Russland haben und auch in der Ukraine, dann muss man in Zweifel ziehen, dass das demokratisch ist. Wenn Fernsehsender auch Oligarchen gehören, wenn es massive Unterdrückung auch ist. Also ich meine, genauso wie die russischen Wahlen keine freien Wahlen waren, muss man bei der Ukraine Fragezeichen anmelden. Also Sie würden sagen, die Ukraine ist eigentlich genauso wie Russland, wo jeder Oppositionspolitiker Nawalny umgebracht wird oder gar nicht erst antreten darf. Ja, was ist mit Gonzalo Lira? Also die Frage muss ja jetzt immer kommen. Also Nawalny wurde erstmal, er ist in russischer Haft verstorben, hat Russland natürlich die Verantwortung für, aber selbst westliche Geheimdienste beispielsweise, der ukrainische Geheimdienst, sagen, dass Russland Nawalny wahrscheinlich nicht umgebracht hat. Also wie schnell Hermann bei irgendwelchen Fällen, wo in Russland jemand zu Tode gekommen ist, dabei ist, das war Putin, das war der russische Staat. Ja, gut, können wir machen, aber dann lasst uns beim Westen die gleichen Fälle einlegen. Okay, dann hat der ukrainische Staat Gonzalo Lira umgebracht, wenn der russische Staat Nawalny umgebracht hat. Also ist die Ukraine jetzt demokratischer?
darf. So beschreiben Sie die Situation in der Ukraine. Ich habe gesagt, dass es in der Ukraine eine Außerkraftsetzung von rechtsstaatlichen Instrumenten gibt. Das sagte der Rechnungshof. Der Europäische Rechnungshof hat immer wieder begründet, warum die Ukraine nicht Mitglied oder auch noch nicht mal Kandidat der Europäischen Union werden kann. Aber es ist und ja hat darauf verwiesen, dass es elementare Verletzungen des Rechtsstaats gibt, dass es extreme Korruption gibt, dass eben die Macht von Oligarchen wirklich sich durch das ganze System frisst. Und das sind ja alles Dinge, die jetzt nicht dafür sprechen, dass es ein demokratisches Land nach unseren Maßstäben ist. Das rechtfertigt ja nicht, das Land zu überfallen. Nee, ich meine, das ist ja bei anderen Kriegen auch nicht eine Rechtfertigung. Um jetzt mal nach Deutschland zu kommen, ist natürlich etwas gewagt, aber um jetzt mal so klarzumachen, was ich meine. Jeder, der Bayern kennt. Okay, wir erfahren gleich noch, was Ulrike Herrmann meint. Also, ihre Argumente. Ich hatte schon gesagt, ich befürchte Schlimmes und ja, geworden. Also wirklich. Sie betet hier wirklich das Einmaleins der westlichen Propaganda runter. Das ist so dumm. Es ist so dumm. Und dann. Ich kann euch zur Lage der ukrainischen Opposition folgenden Artikel von Maximilian Goldarb empfehlen. Stimmen aus der Ukraine, linken Oppositionellen drohen Gefängnis oder Tod. Vielleicht verlinke ich es auch noch unter diesem Reaktionsvideo hier. Das ist ja schlimm, was Ulrike Herrmann hier erzählt. Das ist schon aus Mai 2023 und da beschreibt er die extreme Repression, die nicht erst nach Kriegsbeginn 2022 begonnen hat, sondern die gesamte Zeit, während die Post-Maidan-Regime die Ukraine regierten, immer weiter stetig zugenommen hat. Also diese Regime, die sich dann da 2014 an die Macht geputscht hatten, die haben danach die Meinungsfreiheit sukzessive eingeschränkt. Und es gab auch immer wieder Morde an Oppositionspolitikern. Also, wie gesagt, schaut euch diesen Artikel von Maximilian Goldarb an. Ich könnte jetzt noch mal vorspielen, aber das würde zu lange dauern, das wären 20 Minuten. Also, in dem Abschnitt hier nennt er Beispiele für ermordete ukrainische Politiker. Die Namen kennen wir alle nicht, weil die in der westlichen Presse nicht breitgetreten wurden. Also von Oleg Kalaschnikow, Oles Bosina, von denen habt ihr wahrscheinlich noch nie was gehört. Aber Nawalny, da war hier 3 Wochen Staatstrauer, nachdem der in russischer Haft zu Tode gekommen ist. Das ist genau das, was Noam Chomsky, ich lese gerade Manufacturing Consent, dort auch schon beschrieben hat. Oppositionelle in verbündeten Staaten, wenn die zu Tode kommen, wenn die ermordet werden, das wird nicht erwähnt. Oppositionelle in feindlichen Staaten, da wird der Tod oder Gefangenschaft, soweit es geht, ausgeschlachtet. Genau das ist das. Die Unterdrückung der ukrainischen Opposition, über die wird hierzulande nicht berichtet. Über die Unterdrückung der russischen Opposition, da wird aus jedem Fall also das Maximum propagandistisch herausgeholt. Es ist einfach ein Doppelstandard, der den meisten Menschen, die sich auch in anderen Medien, in ausländischen Medien, alternativen Medien informieren, auffällt. Und deswegen hat das Publikum hier bei diesen ganzen Anmaßungen von Herrmann und dieser wirklich völlig einseitigen Argumentationsführung auch richtig reagiert. Die CSU schon seit 1948 regiert, weiß, Bayern ist jetzt auch nicht ganz korruptionsfrei. Ne? Man denke nur an die Maskenskandale. Trotzdem würde. Wir hören uns mal nicht Herrmanns Argumentation an. Das ist mir zu blöd, ganz ehrlich. Jetzt kommt irgendein Vergleich mit Bayern. Ich will es gar nicht hören. Mal zum nächsten Thema. Wie gesagt, Opposition in der Ukraine. Lest euch den Artikel von Maxim Goldarb durch. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor Sie jetzt alle ganz empört sind, Sarah Wagenknecht muss auch demnächst nach Hause, weil sie morgen eine Rede im Bundestag halten muss. Und das muss noch vorbereitet werden. Und deswegen würde ich jetzt gerne so ein bisschen die Ursachenforschung beenden, egal wie man dazu steht. Und jetzt mal gleich nach vorne springen, nämlich wie man diesen Krieg jetzt eigentlich beenden kann. Denn der läuft ja jetzt. Und Sie haben dazu ja auch einen Vorschlag. Vielleicht machen wir es am besten so, dass Sie jetzt einfach erstmal kurz Ihren Vorschlag. Wohl wisst ihr was? Das ist ein gutes Thema für den nächsten Teil. Ich sehe, das geht noch 20 Minuten. Da wird bestimmt wieder fast eine Stunde Reaktion drauf, so wie
Herrmann hier richtig sehe. Also dementsprechend würde ich jetzt nochmal Pause machen und mit den Lösungen zum Ukraine-Krieg, wie man ihn beenden könnte, geht es dann gleich weiter.